Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Risen. Und wir sind genau wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar in der Bibliothek der Vulkanfestung. Und zwar haben wir die Eindringlinge jetzt erledigt und wollen aber noch ein bisschen hier erkundigen, was wir hier so finden. Deswegen werde ich jetzt mal einen Leviathan-Zauber einsetzen, damit ich hier durch kann. Und hoffe, dass es sich lohnt. Sieht nicht sehr vielversprechend aus, muss ich jetzt offen. Da ist Zauber der Verwandlung. Weißt du, warum steht das nicht auf der anderen Seite? Und dann für sowas! Könnte ich mich schon wieder gleich aufregen in der Folge. Der Nautilus. Lesen wir uns jetzt Verwandlung durch, in zur einen Strafe. Nautilus. Ein Tier, das durch die kleinsten Öffnungen passt. Aha. Die dank ihres runden Panzers schnell rollen kann. Sowas. Der Magier kann auch die Verwandlung vorzeitig beenden. So, so. So. Sehr schön. Wir sind begeistert. Was heißt eigentlich schnell rollen? Das möchte ich mal gerne kurz ausprobieren. Nein! Falschen Knopf gedrückt. Ich wollte wissen, wie das mit den Rollen geht. Wie rollt man denn? Der rollt nicht. Dann sind wir hier unter der Tür so. Was? Wieso? Ich denke, der kann durch alles durch, aber unter dem Schrank nicht, oder was? Wieso kann ich den Schalter hier nicht aktivieren? Das nervt mich. Komme ich denn da hin? Kann ich den eigentlich auch mit sowas hier aktivieren? Ja, geil. Ich bin ein Babu. Anders kann ich es nicht sagen. Mal von vorne. Und wenn ich dafür wieder Schloss knacken brauche. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Geschafft. Haben wir hier schönes Eilwitz erzählen. Wenn die immer witzig wären, so kleiner Malertrank. Oh geil, ich kann sie öffnen, ich kann sie öffnen. Und nochmal von vorne. Jawohl. Und was haben wir drin? Was haben wir drin? Was haben wir drin? Naja, wir würden uns nicht beschweren. Dafür, dass sie nur mit einem Pfeil gegen schießen mussten. So, damit würde ich sagen, haben wir ja auch alles gefunden und gehen jetzt zu den. Zum Eingang der Vulkanfeste zurück, weil da haben wir noch nicht alles kaputt gekloppt. Und nicht schlafen müssen wir eigentlich nicht gehen. Wir sind eigentlich noch ziemlich fit wie dir. Warte mal, wir reden aber erstmal mit dem komischen Typi da, damit wir die Quest beenden können. Und Erfahrung kriegen. Nicht, dass halt nachher heißt, und wir kriegen keine Erfahrung oder so ein Blödsinn. Da habe ich auch gar keine Lust drauf. So, welcher war denn das nochmal hier? War das Aprax? Aprax, der alte Knacker, war? Ich habe dir was mitgebracht. Meine Aufzeichnung. 500 Erfahrung, geil. Und die Vorräte. Ich werde mich sofort wieder an mein Experiment setzen. Ja, mach das. Was ist mit dir? Du kannst doch bestimmt ein paar Tränke gebrauchen. Dreimal Heiltrank, zweimal Großheiltrank. Geil. Die Eindringlinge machen keinen Ärger mehr. Das sind gute Nachrichten. Krieg ich dafür auch noch Erfahrung? Dann werde ich mich jetzt wieder meinem Experiment widmen. 150. Ich brauche Tränke. Und bei denen kann ich kaufen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sind die sehr teuer? Gucken wir mal. Machen wir mal 10. Was kostet das? 400 Gold. Dann wollen wir das mal hier gegen aufwerten. So, das brauchen wir nicht. Das. Das brauchen wir auch nicht. Das nicht. Und das auch nicht. So, dann machen wir das Warenkorb handeln. Kriegen wir 200 Gold. So muss das aussehen. Haben wir auch wieder 16 Tränke davon. Geiler Mist. So, und jetzt ab zum Eingang. Um den restlichen Gesocks hier fertig zu machen. Machen wir Abkürzung hier, komm. Scheiß drauf. Können wir ab. Die halten uns sowieso nicht mehr viel. Genau. Bisschen gerade mal. Weinkeller waren wir auch in letzter Folge. Sehr schön. So, und jetzt hier am Eingang. Waren wir schon in der Kampfarena? Nee, dann gehen wir auch nochmal schnell gucken. Ein Hütchen. Hier scheint keiner zu sein.
Lol, überall hocken die rum, aber in der Kampfarena nicht. Alles waschlappen hier. Und die meisten sollen aber beim Eingang sein, wurde gesagt. Dann gucken wir uns das jetzt mal an hier. Hier hockt keiner da. Komm rein, Speer. Sieg und Sieg! Nichts da, einfach easy. Wie viel Erfahrung brauchen wir noch? 1000. Oh Gott, wie liegt der denn da? Bruno! Du Verrenkungstyp! Auf wen haltst du Ausschau? Nach mir? Hast aber die falsche Richtung geguckt, mein Freund. Oh, sehr schön. Knecht, Ruprecht. So. Haha! Pallas, du Lappen! Akrobatik plus 1, was haben wir dir? Frost, Berserker, 120, die Macht von Eis. Du Kacklappen, da liegt er! Nichts Neues. Scheiß Pisser, wie er mich da am Anfang... Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, aber... Wie er mich da am Anfang geärgert hat. Jetzt ist er nicht mehr. Ich bin nicht traurig drüber. Haha! Lappen! Loser, Schwachkopf, Schwächling. Der scheint noch zu leben, also glaube ich, gibt es hier keiner. Gibt es hier unten noch was? Gucken wir mal. Echsenkrieger. Sieht nicht so aus. Sehr schön, dann müsste ich alle weggeklatscht haben. Jetzt können wir mal da reden. Hier, der Paul, der steht auch noch wieder eins. Dafür, dass die meistens hier gewesen sein sollen. Ich hoffe, dass da ist kein wichtiger Rekrut gestorben, den ich noch brauche. Das wäre sehr böse und doof. So, ich müsste aber eigentlich alle. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wo ich die noch suchen sollte. Aber die Schweine, die haben auch Spaß. Haben sie nur die anderen armen Schweine abgeschlachtet hier. So, vielleicht wollen wir mit ihm hier kommen. Ich habe alle Magier gefunden. Und? Was ist mit 57, ihm? Kurz Palas vor ist tot. Tot? Unser Bruder. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Oha. Die Festung ist sicher. Mendoza hat einen Krieg begonnen, der nicht mehr aufzuhalten ist. Ach, die Echsen in der Festung waren nur der Anfang. Sie werden über die ganze Insel herfallen. Wie können wir den Krieg gewinnen? Gewinnen? Hier gibt es nichts zu gewinnen. Unsere Brüder sind tot. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Flamme zu schützen. Du musst dich um Mendoza kümmern. Was genau meinst du mit kümmern? Meine Hoffnungen ruhen jetzt auf dir. Mendoza muss beenden, was er begonnen hat. Ich will, dass du an seiner Seite bist. Aber folge ihm nicht blind. Benutze deinen Verstand und triff deine Entscheidungen weise. Das haben wir vor. Sehr schön. Level up, Kinder. Und ich würde das gerne benutzen, um Alchemie zu lernen. Und Schlösser knacken. Deswegen werden wir uns jetzt in die... Also erstmal speichern wir. Und dann werde ich nochmal kurz hier reingucken. Genau, hier ist schön, wie die Magier hier hocken. Wie die jungen Kinder. So, werden wir uns jetzt... Ne, das war Banditenlager, wa? Aber da könnte ich auch alles lernen. Sonst müsste ich ja in die dumme Stadt da. Wer von denen kann mir nochmal Taschendiebstahl beibringen? Das war einer von denen da oben, ja. Schlösser knacken. Und dann werde ich mal wahrscheinlich eine Folge lang die alle aufsuchen, die ganzen Dinger, die ich nicht gefunden habe. War das hier nicht so ein Typ hier oben? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das... Ich weiß, wer mir in der Hafenstadt das beibringt. Komm, wir gehen in die Hafenstadt. Da weiß ich wenigstens, wo alle sind. Bevor ich jetzt hier stundenlang rumsuche. So. Und dann werden wir uns wieder um Mendoza kümmern. Und wir... Nee, warte, wir werden erstmal Alchemie und uns um die Tränke kümmern. Alchemie ist ganz wichtig. Wir werden jetzt die Tränke herstellen. Und dann können wir durch das Dämonenschwert anlegen. Das wäre einfach nur geil. So. Wo ist er da? Hier, komm, hier, rede mit uns. Alchemie lernen. Geh von deiner scheiß Kiste da weg. Genau. Kannst du mir auch was über Alchemie beibringen?
Grundsätzlich schon. Aber? Ich werde meine Kunst nicht an jeden verschwenden. Ist nicht dein Ernst? Ich unterrichte dich nur, wenn du die Grundlagen der Alchemie beherrschst. Ich brauche Tränke. Ich kann noch Alchemie. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist nicht sein Ernst. Wie ich am liebsten das Schwert ins Herz schlagen würde. Wir beherrschen uns aber. Ich bin ein bisschen mad jetzt. Die auch immer hier stehen, ja? So. Wo ist er denn hier? Wehe, du bringst uns jetzt kein Alchemie bei. Sehr gut. Wenn du so weitermachst, wirst du alle noch übertrumpfen, Kämpfer. Naja, danke schön. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Geil. Ich möchte mein Wissen über die Alchemie vertiefen. Ich zeige dir, wie du Tränke destillierst. Destillieren? Und was habe ich davon? Ein Destillat ist viel reiner als ein einfach gefilterter Trank. Es enthält keinerlei Fremdstoffe, die die Wirkung abschwächen. Viele Tränke, die deine Eigenschaften permanent ändern, erfordern die Destillation. Alles klar, merci, mein Freund. Dankeschön. Dann können wir jetzt endlich mal diesen... Geh weg da. So. 6 Stück. Und die werden wir auch alle herstellen, damit wir die Stärke hören. Geiler Mist, da machen wir jetzt viel mehr Damage. Dann kriegen wir jetzt hoffentlich das Schweihardschwert und ich bin gerade so glücklich. Das sieht gut aus. So, und die werden wir jetzt schön genüsslich trinken, ja? Pass mal auf. Und einem nach dem anderen. Das müssen wir uns einfach geben, ja? So. Plus 5 Stärke. 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 Guck, seht ihr, wie das Bizeps steigt? Wie wir kräftiger werden? Wie wir stärker werden? Wie wir jetzt 78 Stärke haben? Und pass auf jetzt hier. Man munkelt, dass diese Waffe die Seelen seiner Opfer frisst. Immerzu bebt die Erde. Wow, und wir tragen das Dämonenschwert. Oh, guck mal, wie lang das ist. Geiler Bockmist. Ich bin gerade so glücklich. So, das ist so, hat so lang gedauert. Und jetzt gehen wir nochmal dahin. Ob ich mich jetzt auch mit Ogern anlegen kann? Boah, ist das lang. Guckt euch das an. Geiler Shit. Wir haben jetzt ein richtig geiles Pornoschwert, Leute. Ich freue mich gerade so, dass ich das Schwert endlich in die Hand habe. Wie viel Klingenschaden hat das? 66, im Gegensatz zu 50. Jetzt nicht der große Burner, aber diese Reichweite, ja. Und wir haben ja nochmal jetzt Stärke dazu gefunden. Das heißt, wir machen sowieso generell dadurch mehr Damage. Zucker, einfach nur Zucker, Leute. Ich freue mich gerade riesig. Endlich. So. Und Schloss knacken, das ist auch noch wichtig. Aber das weiß ich, wo ich das lerne. Oder war das der nur Taschendiebstahl da hinten bei mir beibringt? Ich muss mal kurz gucken gehen. Und da gibt es eine Truhe, die wir hier öffnen können, die ich schon seit Ewigkeiten öffnen möchte. So, komm mal her. Ich will ein besserer Dieb werden. Taschendiebschal? Nee. Scheiße. Wer bringt mir denn nochmal Schloss knacken? Ah, ich weiß wer. Das müsste das Zit sein. Der verkauft ja auch Dietriche, oder? Hoffentlich. Mal gucken. Und muss ich mir nochmal erkundigen. War mir eigentlich sicher. Nee, da bringt mir ein Taschendieb. Aber Taschendiebschal interessiert mich nicht. Willkommen bei der Bande, Kleiner. Jetzt wird hier endlich aufgeräumt. Weiter so. Ja, danke schön. Ich will ein besserer Dieb werden. Ja, genau. Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Um an die wahren Schätze zu kommen, brauchst du mehr als einen Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. Alles klar. Dankeschön. Wie viel Dietrich haben wir eigentlich noch? Ein und... Oh Gott, genug. Oh, mein Ohr juckt. So.
Nee, warte, die Kiste war hier. Die wollte ich schon seitdem ich in der Hafenstadt war öffnen. Deswegen gefällt mir nicht, dass ich sie geöffnet hatte, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich sie nicht geöffnet habe. Was soll das Geschleich? Maul, Alter. Am liebsten würde ich auch wegklatschen, du Penner. Hier gibt es nichts für Alter, dich zu da muss ich jetzt bis nachts pennen, oder was? Ist dein Ernst hier, oder was? Kannst du mal gehen? Warte, ich speichere mal. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist okay, das fängt schon mal sehr gut an. Der Dietrich ist hin. Okay. Nochmal von vorn. Okay, alles klar. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Und. Goldmünze, Fläschchen, Illusion erschaffen und Kerzenleuchter. So, jetzt nicht so schlecht. Aber endlich haben wir diese Truhe geöffnet. Mann, was für eine Folge. Ich bin so... Oh. Und jetzt... Also das mit der Folge mit den Truhen mache ich jetzt noch nicht. Da muss ich mich mit Cello zusammen, Legend Cello zusammensetzen, damit er mir sagt, wo die ganzen Truhen waren. Weil einige weiß ich, einige nicht. Aber jetzt wollte ich nochmal hier kurz reingucken, wie der Rufus hier irgendwo sein muss. Da stand links im Raum. Aber hier ist doch kein Raum. Wo soll der Rufus sein? Ich verstehe das nicht. Hier ist kein Raum. Nein. Oh Gott. Bist du jetzt hängen geblieben oder was? Hier vielleicht? Redet der mit mir hier? Du musst weiter. Geiles Schwert. Oh, das sieht so geil aus. Ich krieg gerade richtig einen ab, ey. So. Sonst setze ich gleich oh Gott, hört bloß auf. Ich lasse es lieber. Sonst fliege ich gleich darüber. Hier. Aber hier ist nichts, oder? Wo soll denn der Knecht sein? Ich verstehe es nicht. Sonst fliege ich jetzt einfach darüber, ist mir auch wurscht. Was ist denn hier los? Achso. Wie viele Levitationszauber haben wir denn? Okay, das hätte ich besser durchdenken sollen. Ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Wann habe ich gespeichert? Sonst mache ich das nochmal aufs Screen, nochmal neu. Okay, das war ein schlechter Plan. Hier, gut, das ist nicht so weit weg. Alles klar. Gut, dann würde ich auch sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich werde mir nochmal einen Plan machen. Auf jeden Fall will ich hier weitermachen nächste Folge. Freut euch drauf und ich verspreche euch, nächstes Mal haben wir einen Plan, auf jeden Fall, dass es endlich weitergeht. Ne? Aber ich fand die Folgen bis jetzt, die waren echt spannend mit der Vulkanfestung. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da nochmal so ein Abenteuer kriegen. Wir haben endlich unser Dämonenschwert in der Hand. Mehr können wir nicht verlangen im Moment. Ne? Also, freut euch auf die nächste Folge und wir sehen uns dann, wa? Tschüss!